Einmal alles rein. Gravel bleibt stehen. So, aber ihr kommt allesamt da hinein. Wohl, das kann man hier unten in die Ecke. Spruce Wood Planks, Oak Wood Planks, Birk Wood Planks. Okay. Entschuldigung. Verdammt, ich hätte mich muten sollen. Schande über mein Haupt. Und Treppen aller Art, die können wir eigentlich auch mal hier drunter sortieren, wenn wir ehrlich sind. Sich so eine Seitendarstellung ist ziemlich sinnbefreit, weil wir nehmen uns ordentlich Platz weg, aber jetzt fürs Erste wird es mal gehen. Leitern brauchen wir jetzt erstmal auch nicht mehr. So. Und dann kommt hier rein Kohle. Holzwerkzeuge, Nether Gravel, werden immer mehr. Ach, die Schilder müssen ja auch rein. Was bin ich doch für ein Schaf? Kohle, yo! Völlig notwendig, das so zu schreiben. Vier Schilder da oben. Ha! Super! Besser geht's ja wohl nicht. Wenn wir irgendwann mal tatsächlich so viel Kohle haben, dass wir das schon in zweistelliger Manier benutzen können, dann... Ich bin ein Depp! Ha! Vielleicht die Schilder werden wir vielleicht sogar nochmal gebrauchen, aber... Ha! Wir haben doch jetzt, wenn wir das hier alles abbauen, haben wir doch gleich genug mögliche Truhen, um den untersten Keller noch zu füllen. Stopp. Erstmal die Kohle hier rein. So, das sollte doch locker reichen. Ne, das geht direkt nach unten. Denn wir haben hier heißen Fertigtransport. Zack. Na schön. Hier ist die Cobblestone-Wand. Hier ist Erde-Sand. Dann könnten wir eigentlich diverses und Werkzeuge. Ja, dann können wir hier. Warte mal. Ist das da dazwischen oder ist das da drüber? Ah, das habe ich noch gar nicht entschieden. Dann mache ich dazwischen. Nach links kommt Divers. Und nach rechts kommen die Beutegüter. Ja, so machen wir das. Ist auf jeden Fall sehr gesund, um diese Uhrzeit in Minecraft seine Tür offen stehen zu lassen. Was evakuieren wir denn zuerst? Ich würde mal sagen, wir evakuieren zuerst diverses. Die Linie war hier, oder? Die Rails hatte ich schon nicht mehr dabei. Vielleicht können wir diverses auch nochmal ein bisschen aufteilen in kleinere Kategorien. Zum Beispiel haben wir jetzt hier Glas, da haben wir Leitern, die bleiben auf jeden Fall hier oben. Obsidian, Dreck kommt nach unten. Glas, Glas, das alles da ruhig rein. Nein, die 29 Erde behalte ich tatsächlich. Naja, müssen wir mal ein bisschen überlegen, ob wir das vielleicht auch nochmal leichter konkretisieren, weil ideal ist das natürlich auch noch nicht mit der diverses Kiste überhaupt. Das ist natürlich... Was ist hier los? Natürlich an sich unsortiert. So, das war die diverses Kiste. Werkzeuge wird nachher nochmal lustig. Ich will meine schöne Einrichtung hier nicht kaputt hauen. Zack.
Fans kommen zum Beispiel auch mit nach oben, Bücher können hier bleiben, Wolle kommt theoretisch gesehen auch nicht hier rein. Die kommt eigentlich zum Farmer. Glas gehört tatsächlich sogar rein, weil wir haben lange nicht genug Glas, dass das für eine eigene Kategorie reicht. Stopp. Egal, machen wir jetzt mal die Beutetruhe als nächstes. Tut ja auch nicht weh. Ah. So schnell übersieht man was. Ja, das ist an sich jetzt nicht so klug. Nicht gut aufgepasst. Mit den Schienen und so weiter und so fort. Erst einmal kommen die Fences hier rein. Ich weiß gar nicht, wo der Rest ist. Wir haben noch mehr als 8 Fences, oder? Baue ich die immer nach Bedarf. Da muss ich nochmal brainstormen. Das ist diverses, der Rest ist Beute. So. Und Beute. Und jetzt können wir aber mal Flint nicht, der kommt oben rein. Aber das hier. Ha. Mein Gravelvorrat mal ein bisschen erweitert, sieht nicht mehr ganz so kläglich aus. Mittlerweile sind wir schon fast reich. Reich an Blödsinn. Das wäre mal ein TR-Motto. Das ist doch bestimmt Nether. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Die Magma Cream kommt mal in die Nether-Kiste. Obwohl, streng genommen, haben wir in der Nether-Kiste bisher auch wirklich nur Sachen, die man halt so... Trottel. Die man halt findet und nicht die man erbeutet. Wenn... Komm, warum nicht? Lassen wir es mal heute. 64 Slimeballs, wo hab ich die denn her? Music Discs, die kommen aber wohl nicht hier rein. Die waren im Haupthaus, die Schallplatten. Falls wir die Kiste dann noch öffnen können, Music Disc, bleib hier. Also die müssen noch outgesourced werden. Was mit dem Bone Meal ist, weiß ich nicht so genau. Das Leather kommt da eigentlich auch nicht rein. Mal in die Ecke unten. Genau wie die Wolle hier in die Ecke kommt. Also die kommen ja wirklich woanders hin. Sugar. Haben wir da jetzt auch Sugar drin? Nee, ne? Nee, gut. Das wäre auch definitiv. Sugar ist eigentlich ein Landprodukt. Das kommt da auch nicht richtig rein. Aber der Rest, der hatte eigentlich schon seine Daseinsberechtigung. Na, die Schalen vielleicht auch nicht. Aber das kenne ich mich gerade auch nicht mit aus, wo wir die sonst haben. Mann, kennt ihr das, wenn eure Kopfhörer so summen? Das ist, wenn die, was ist bei mir auch, wenn Handystrahlung in der Nähe ist oder sowas. Das ist sowas von nervtötend. Also es gibt ja wirklich, wir haben tolle technische Errungenschaften in diesem Jahrhundert. Will ich ja auch nicht bestreiten, aber das... Warum man sowas Simples nicht mal aus der Welt schaffen kann, das verstehe ich wirklich nicht. Ich meine wirklich, das sind Basics. Wieso ist das nicht immun voneinander oder muss man dafür wirklich jetzt ein teures Gerät kaufen? So, das sind unsere Schallplatten. Sehr gut. Haben echt viele, ne? Wo haben wir die denn her? Hat der Philipp die alle gefarmt? Höhö, Arschloch. Höhö, Arschloch. Höhö, Arschloch. Verdammt. Dafür räche ich mich nochmal an dir. Dass ich dann nur so einen dummen Fehler... Mann! Kacktür. Mann, so. Mushrooms gehören da auch nicht rein. Egal, für den Moment. Bone Meal weiß ich gar nicht, ob das da reingehört. Theoretisch gesehen gehört es aber da rein. Strings, Enderperlen. Kann nur 16 Enderperlen stacken. Ist ja bescheuert. Oder vielleicht machen wir das lieber so und so und dann so und dann so und dann so. Und dann noch so und so und dann.
Vielleicht aber lieber so und so, und dann haben wir es doch super. Also eine gewisse kleinere Ordnung würde ich jetzt hier schon gerne noch reinbringen. Auch wenn das jetzt nur Beutegüter sind, das ist natürlich auch wieder richtig. Aber so String an String und Spider-Eyes hier so nacheinander, Knochen, die Enderperlen, Gunpowder ist hier noch falsch. So. Dann wäre das hier daneben. Dann haben wir hier Bone Meal, Magma Cream. Da können da oben eigentlich mal die Federn rein. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Einmal Bone Meal nehme ich ja meistens mit. Ach, verdammt. Ja, natürlich nicht. Federn wieder raus. Gunpowder rein. So, Perlen meinetwegen jetzt mal raus. Und dann haben wir es doch eigentlich. Wenn wir so und so und so machen, dann kommt es hin. Mann, da finde ich jetzt aber gerade intelligent von mir, dass ich das so gelöst habe. Sehr schön. Dann fehlt nur noch eine einzige Truhe. Und das ist natürlich die Werkzeugtruhe. Das wird auch die sein, für die wir am meisten rennen müssen. Beute ist leer. Schild können wir auch mitnehmen. Diverses ist ebenfalls leer. Aber noch nicht alles. Vielleicht können wir das mal teilen, dann haben wir wirklich hier wieder so einen leichteren Einzugsbereich. Wir können ja mal mit allen Bögen in der untersten Reihe anfangen. Da drüber kommen dann... Ja, was soll's eigentlich? Sticks, warum sind da Sticks drin? Ich raste aus. Und Redstone Torches und der ganze Blödsinn. Das ist echt ein heilloses Durcheinander manchmal. Könnte man sich echt ärgern, wenn man das hier öfter spielen würde. So, 37 Sticks. Ansonsten noch irgendwas für die Holzkiste. Nein, erstmal nicht. Aber für diverses, das ist hier, haben wir diese hier. Warum ist das... Ach, da waren die Dingens drin, okay. So, dann Beute, Werkzeuge sind ganz oben. Dann gehen wir jetzt erstmal nach ganz unten und bauen hier die Truhen auf. So. Und Werkzeuge. So, wir fangen an mit den ganzen Bögen. Vielleicht die Unverletzten ganz unten, der Magische ganz oben. Fettes Schwert. Feuerzeug. Fischerangel. Steinschwert. Das ist nicht meine Axt, die kommt da wieder raus. Steinschaufel. Wir haben gerade keine andere Schaufel, das ist aber sehr, sehr traurig. Wir können theoretisch gesehen auch mal so ein bisschen mehr Stufen noch. Dann hätten wir hier Platz für Diamant. Plus 5 Attack Damage, plus 7 Attack Damage. Hier haben wir hier eine Menge Pfeile, die können wir auch mal... Nee, das ist bescheuert. Leider dumm. Ganz schön leer hier unten, nicht? Also ich würde ja auch grundsätzlich Pfeile viel eher zu Waffen als zu Beutegegenständen zählen. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir die jetzt gerade mal alle aufgedröselt haben. Ich habe jetzt hier hoffentlich keinerlei Pfeile mehr drin. Nein, sehr gut. Werkzeug. So, da haben wir doch noch ein bisschen mehr an Iron Hose, als man uns hier weiß machen wollte. Das ist eine Steinspitzhacke. Was die da will, soll, weiß ich auch gar nicht. So, eine Map. Kann man sich eigentlich noch angucken? Wie geht das eigentlich? Ich habe das noch nie gemacht. Nein, so nicht. Sieht ein bisschen aus wie Europa, ne? Also mit ein bisschen Fantasie.
wären wir jetzt gerade in einem etwas deformierten Teil, den ich mal als ehemaliges Preußen erstmals identifizieren würde. Das ist so ein bisschen, Norwegen ist so ein bisschen überflutet. England gibt's gar nicht oder ist sehr weit nach links gedriftet. Auch das ist dann der westliche Bereich, da gibt's Landmassen, die existieren aktuell nicht, aber immerhin ganz nah. Ganz nah dran. So, Pfeile. Ihr dürft da gerne rein. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Das ist an sich hier ein bisschen breit gefächert. Das ist eigentlich Blödsinn. Vor allem das hier ist Blödsinn. Das kann mal alles anders. Na, wieder wach. Sattel ist sonstiges. Lava-Eimer ist sonstiges. Kompasse sind hier richtig. Aber es tut mir leid, das ist, werde ich jetzt mal bei Diverses einordnen auch. Super! Das passt auch wunderbar, dass am Ende so ein flotteres Liedchen kommt. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Das dürfte dann die Sache mit der Pionierhütte auch ein bisschen ins Rollen bringen. Unser Lagerhaus hier wird auch immer größer. Ist mittlerweile schon so groß, dass wir es gar nicht mehr voll haben. Nicht mal mehr annähernd. Es sei denn, wir sourcen jetzt noch andere Bereiche aus dem Hauptgebäude aus. Und mal kurz überprüfen. Vielleicht bringen wir noch ganz kurz die Vielleicht-Artikel. Mal sehen, wie viel Zeit haben wir denn jetzt gerade. Aber wir sind jetzt gerade in der neuen Folge drin. Wenn ich jetzt ein bisschen großzügiger schneide, dann... Ja, komm. Okay.